Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt Hamburg 2020, der Online-Edition. Wir sind jetzt auch live hier verbunden, nicht nur mit den Teilnehmern, sondern jetzt zum ersten Mal auch mit der großen Öffentlichkeit, damit die unsere Teilnehmer präsentieren können, was sie hier in den letzten Tagen geschafft haben. Kurz vorweg, was ist Jugendhakt eigentlich? Jugendhakt ist ein gemeinnütziges, deutschlandweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Menschen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Unser Ziel ist es, mit Code die Welt zu verbessern, und dabei ermutigen wir auch insbesondere junge Talente, Mädchen, Menschen mit Fluchterfahrung insbesondere, einfach ein Stück weit die Welt besser zu machen. Jugendhakt findet seit 2013 in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt, ist inzwischen über die reinen Hackathon-Veranstaltungen hinausgewachsen zu einem Netzwerk, das auch mehrere Lab-Standorte hat, an denen viele Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammenkommen, um die Welt ein bisschen zu verbessern, technisches Know-how auszutauschen und neue Freunde zu treffen. Wer ist Jugendhakt hier in Hamburg? Wir sind ein fünfköpfiges Team von Pädagogen, Informatikern und anderen Leuten aus der IT. Das sind Anne, Birte, Rieke, Torben und ich. Ich bin Hanno. Wir organisieren seit einigen Jahren hier ehrenamtlich dieses Event und hoffen, so eine Plattform hier in dieser Menschen zu finden, die Spaß und Freude an Technik haben. Unsere Veranstaltung wird möglich gemacht durch unsere Förderer, die Joachim-Herz-Stiftung, die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und das JITZ, das Jugendinformationszentrum, sowie das Beta-Haus hier in Hamburg, wo wir auch eigentlich, wenn wir uns nicht remote treffen würden, unsere Veranstaltung mit den tollen Teilnehmern abhalten würden. Wenn ihr oder Sie auch Jugendhakt unterstützen wollen, wir haben eine Spendenkampagne. Wir sind jedes Jahr wieder darauf angewiesen, Leute zu finden, die unsere Projekte fördern wollen. Dann schaut auf Better Place vorbei und sorgt dafür, dass wir auch nächstes Jahr weitermachen können. Wie sieht so eine Remote-Veranstaltung eigentlich aus? Ich glaube, man stellt 50 Laptops in einen Raum und richtet die Kameras aufeinander. Kleiner Spaß. Wir sind natürlich nicht mit so vielen Laptops dabei, sondern jeder sitzt bei sich zu Hause an seinem Laptop. Normalerweise würden wir uns hier treffen, aber die aktuellen Hygieneschutzmaßnahmen nehmen wir alle sehr ernst, sodass wir gesagt haben, nein, wir können das auch online. Also haben sich in den letzten zwei Tagen, Freitag und Samstag und eben heute Sonntag, 4 Teilnehmerinnen, 14 Mentorinnen und insgesamt 7 Leute aus dem und ein Helferteam versammelt, um die Welt ein Stück besser zu machen. Es waren 48 Stunden voller Action, die 6 Monate der Vorbereitung gekostet haben. Unser Motto dieses Jahr in leichte Abwandlung des allgemeinen Jugendhakt-Claims: Remote die Welt verbessern. Wir haben uns, oder was heißt wir, unsere Teilnehmenden haben sich dem Ziel angenommen, die soziale Distanzierung, die eigentlich viel mehr physisch als sozial ist, weil sozial sind wir uns durchaus noch nahe, haben sich dem angenommen und tolle Projekte entwickelt, die sie nun vorstellen wollen. Dafür übergebe ich jetzt an Julia, die Präsentation moderieren wird. Yay, dankeschön für diese total schöne Einleitung und nochmal eine gute Zusammenfassung, glaube ich, der letzten 3 Tage. Und heute sind wir jetzt wieder hier und dürfen die ganzen Projektideen vorstellen. Und ich glaube, Jugendhakt Online ist schon nochmal sowas ganz anderes, als wenn man sich vor Ort trifft. Und trotzdem fand ich es total faszinierend zu sehen, dass auch ganz viele neue Jugendliche dabei waren. Normalerweise denkt man ja vielleicht so,
das ist zumindest so meine Erfahrung, online funktioniert was am besten, wenn man sich vorher schon mal irgendwo getroffen hat und kennengelernt hat. Tatsächlich funktioniert es aber auch sonst hervorragend, wenn man sich vorher gar nicht kennt und einfach nur online kennenlernt, auch sehr gut. Und das haben, glaube ich, die Jugendlichen an diesem Wochenende ein bisschen bewiesen. Die haben teilweise auch ziemlich große technische Pannen überstehen müssen, sodass zum Beispiel ein Teilnehmer die komplette Zeit überhaupt keine Möglichkeit hatte, über unser BigBlueButton, also dieses Videokonferenz-Tool, teilzunehmen, per Sprache und Bild. Dann wurden halt andere Lösungen gefunden, zum Beispiel Schreiben. Es passieren dann aber auch total schöne Sachen. Und zwar, dass vielleicht einfach mal eine Katze im Bild auftaucht oder man Post nach Hause bekommt, wie zum Beispiel diese wundervollen Masken, die wir alle bekommen haben. Es ist einfach eine verdammt komische Zeit und manchmal auch so ein bisschen einsam vielleicht. Muss ja aber gar nicht. Es gibt sowas wie Online-Spiele zum Beispiel und die erste Gruppe, die jetzt hier präsentieren wird, die zeigt mal gleich, wie es vielleicht auch nett sein kann, wenn man remote sitzt und wie man trotzdem Spaß zusammen haben kann. Hier kommen jetzt Hanno, Lukas, Miku, Sophia und Arm. Und Arm, der wird nur seinen Bildschirm zeigen, denn der hat sich wirklich das ganze Wochenende durchgeboxt, ohne Ton und Video zu haben zu den anderen. Ich würde sagen, Bühne frei. Funktioniert das? Bekommen wir ein Bildschirm? Screenshare has started. Wunderbar, das sieht doch schon gut aus. Und damit übergebe ich der Gruppe Brettspielparty das Wort. Bitteschön. Ja, wir sind Miku, Sophia, Lukas, der vom BBB gehasste Arm, sowie Pekka und Yuki als Mentoren. Wir haben das Gesellschaftsspiel Werwolf digital umgesetzt. Genau, nochmal als Erinnerung. Werwolf ist das Spiel, wo jeder eine Rolle bekommt und es Dorfbewohner sowie Werwölfe gibt. Das Ziel des, ist es, zu überleben und die anderen Spieler so schnell wie möglich loszuwerden. Die Idee dahinter, also die Idee hinter dem unsere Idee ist, dass man mit weit weg wohnenden Freunden oder zum Beispiel während des Lockdowns einen digitalen Spieleabend machen kann. Und inspiriert wurden wir davon von einem bereits existierenden Online-Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spiel. Bild weiter. Ja, also wie die liebe Julia es schon gesagt hat, wollen wir ein Online-Spiel aus einem Gesellschaftsspiel machen. In dem Fall Werwolf, das Kartenspiel. Man kann es auf dem PC und auf mobilen Geräten spielen, weil wir es als Web-App entwickeln. Und wir haben uns für 8 Spieler entschieden und darunter 2 Werwölfe, damit auch alles flüssig läuft und es einfacher ist als mit mehreren Spielern. Und wir haben noch einen Mechanismus, der den Spielern zufällig Rollen zuteilen geschafft zu machen. Nächstes Bild bitte. Ja, also wir haben vor, das in Form einer Website zu machen mit HTML, CSS und JavaScript. Das Backend, also die Logik dahinter, haben wir oder wird noch zum Teil mit Python geschrieben. Und die Grafiken sind von einem netten Künstler und stehen auch unter CC-Lizenz. In Zukunft wollen wir es noch so machen, dass wir mehr Karten hinzufügen, dass das Spiel auch spannender ist und einen Audio-Chat, sodass es eben so ist, dass man besser diskutieren kann, wer jetzt der Werwolf ist. So, wir sind noch nicht ganz fertig, aber das werden wir auch noch machen. Ja. Danke fürs Zuhören.
Herzlichen Dank euch, dass ihr euer Projekt vorgestellt habt. Und da sieht man schon, es waren jetzt einige Kameras nicht an. Großer Applaus für euch. Sieht man auch hier, wird eingeblendet. Fantastisch. Ich glaube, der Punkt ist, man darf auch echt nicht unterschätzen, was man für Voraussetzungen braucht, um so ein Remote-Event überhaupt durchführen zu können. Man braucht irgendwie eine stabile Internetverbindung, man braucht irgendwie was, wo Ton ganz gut reingeht, wo Video vielleicht übertragen werden kann. Und manchmal geht eben nicht alles gleichzeitig. Das ist aber auch okay, weil irgendwie können wir uns dann doch so durchwursteln. Stopp! Wollt ihr noch Code zeigen? Nochmal an die Gruppe zurück. Okay. Ist auf jeden Fall immer ein bisschen schwierig, wenn man gar nicht weiß, wer ist eigentlich gerade auf der anderen Seite. Wir haben total viele Tools gleichzeitig genutzt. Wir haben einmal so ein selbst gehostetes Chat-System, das ist Zulip, das verwenden wir auch außerhalb der Events. Und dann eben auf der anderen Seite hier über Bild und Ton und dann hatten wir 1000 verschiedene Räume. Manchmal hat man auch in den einen Raum reingesprochen und aus dem anderen kam gerade der Ton raus. Das passiert. Und trotzdem ist am Ende immer wieder faszinierend, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Gerade bei der Gruppe zum Beispiel waren 4 von 5 Jugendlichen noch nie bei Jugendtag dabei. Und dann kommen die meisten Jugendlichen hier mit so einer Idee von, naja, also ich habe schon mal ein bisschen HTML oder ein bisschen CSS gemacht, ich habe schon mal ein bisschen was von Python gehört und sind dann selber ziemlich erstaunt, was am Ende dann rauskommt. Eine große Herausforderung dabei ist immer, wie codet man denn dann zusammen? Weil selbst wenn man schon mal was gemacht hat, dann ist es meistens ziemlich alleine für sich zu Hause. Und dann ist die Frage, gut, wie können wir das jetzt austauschen? Und da gibt es eben Git als Versionskontrolle, so eine kleine Software. Es gibt aber eben auch eine Plattform wie GitHub oder GitLab, wo man den Code dann eben untereinander austauschen kann. Manchmal finden wir da Dinge verdammt kompliziert und wir machen dann so eine Einführung und erklären, was ist denn ein Merge-Konflikt? Das sieht dann ganz komisch aus und da sind Fehler und die Jugendlichen sind teilweise super fit und lösen das einfach intuitiv und probieren einfach mal aus. Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen, die man machen könnte. Und zwar einfach ausprobieren und mit dem Gedanken rangehen, man kann ja nichts kaputt machen. Nebenbei entsteht dann auch mal eine Linux-Installation oder was anderes. Und jetzt ist die Frage, können wir noch Code zeigen von der letzten Gruppe? Ja, das heißt, hier haben wir nochmal einen Screen und ich übergebe das Wort nochmal an die erste Gruppe Brettspielparty, die nochmal ein bisschen Code zeigen wollen. Ja, also es sind auch ein paar Schritte dabei, die ja jetzt im Spiel dann nicht angezeigt werden sollen, wie zum Beispiel Listen. Aber, also, was ist hier Spielername? Man kann da einen Spielernamen eingeben. Mit dem kann man auch dann spielen, zum Beispiel Werpacker. Ja, und dann werden da jetzt viele Sachen angezeigt. Zum Beispiel jetzt Bewohner, also Werpacker wäre jetzt ein Bewohner. Und, ja, der Name wird auch nochmal angezeigt, das ist auch Werpacker. Speichern wir auch in einem Dictionary, also in so einer Art Wörterbuch, in dem dann alles gespeichert wird. Und unten sieht man dann auch noch Nachrichten an, zum Beispiel jetzt an den Seher, wessen wahre Identität möchtest du durch deine Fähigkeiten in Erfahrung bringen. Und in dem Fall haben wir jetzt Werpacker gecheckt, das heißt, dieser Spieler ist ein Bewohner. Und ja, an die Hexe gibt es dann noch, du kannst einen Spieler auswählen, den du retten oder umbringen möchtest. Für retten muss man 2 eingeben, für töten 1 und wenn man sich die Tränke aufheben will, kann man 0 eingeben. Ja, und dann, da müsste dann auch die Nummer des Spielers hin, den man dann töten möchte.
Dann vielen Dank nochmal an Lukas, dass du uns nochmal so einen kleinen Einblick in den Code gegeben hast. Auch da wieder total lässig, beiläufig vorgetragen, klar. aber ich glaube, gerade die Gruppe hat total viel gelernt an diesem Wochenende. Und ich finde es auch absolut großartig, dass das dann alle hier im Big Blue Button vorstellen können. Wir haben übrigens, wie ich gerade schon gesagt habe, auch die ganze Zeit uns in solchen Räumen getroffen, haben uns ausgetauscht und überlegt, was man machen könnte. Aber dabei ist einigen auch so ein bisschen die Idee gekommen, es gibt eigentlich noch zu wenige Räume im Internet, jetzt gerade so Corona. Was ist eigentlich, wenn ich mich mal mit meiner Oma treffen möchte oder mit anderen Menschen online? Kann man nicht sowas wie einen Treffpunkt im Internet selber bauen? Und das hat die nächste Gruppe gemacht. Das sind Robin, Kavian, Robert und Robert. Und die kommen jetzt auf unsere virtuelle Bühne. Und dann schauen wir mal. Robin, Kavian und Robert. Jetzt nochmal hier die Unsicherheit. Soll ich meine Kamera anmachen? Soll ich sie nicht anmachen? Macht gerne eure Kamera an, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Man muss nicht, und das haben wir auch das ganze Wochenende immer wieder gesagt, es wird hier definitiv keiner zu irgendwas gezwungen. Nur manche Sachen sind einfach ein bisschen einfacher, wenn man einfach dann sieht, wer ist eigentlich dieser Mensch hinter der Stimme? Wer ist eigentlich dieser Mensch hinter der Idee? Und wer ist eigentlich der Mensch, mit dem ich da gerade zusammenarbeite? So, ich sehe hier einen Robin. Seid ihr startklar? Yay, hallo Robin, hallo Kavian, wunderbar. Und wenn ich das richtig sehe, dann wolltet ihr beiden präsentieren. Dann würde ich sagen, macht eure Mikros an, ich mache meins aus und die Bühne ist frei für das Projekt Online Lounge. So, wir brauchen die Folie. Ja, eigentlich ist schon geteilt. Also eigentlich teilst du schon, aber es zeigt sich gerade nichts. Ah ja, jetzt. Wunderbar. Dann bitteschön. Ein großer Startapplaus schon mal für euch. Mal sehen. Ja. Robin? Hallo, hier ist Robin. Fangen wir an. Ja. Ja, also wie schon gesagt, wir haben eine digitale Lounge gemacht, wo man sich treffen kann mit Freunden. Da, wenn Pandemiezeiten oder wenn Freunde weiter weg wohnen, ist es halt nicht möglich, dass man sich persönlich trifft. Und die restlichen Möglichkeiten wie Discord oder andere Anbieter sind halt so unpersönlich, da man da keine Figur sozusagen zu sehen hat. Und dann dachten wir, dass wir die sozusagen aufgelisteten Namen mal durch Avatare, die man sich selbst zusammenstellen kann, austauschen. Ja, und das ist sozusagen unsere Lounge als Skizze. Wir haben eine Couch, wo man sozusagen öffentlich oder beziehungsweise im Freundeskreis kann jeder joinen. Also da kann jeder beitreten, dass man sich unterhalten kann. Und dann haben wir noch eine Couch, die privat ist. Also da kann, wenn man da drin ist, können nur eingeladene Leute rein, die sozusagen, und da können auch keine dazu joinen. Also man muss die Leute, die auf diese Couch sollen, kann man nur auswählen.
An der Lampe, die da steht, da kann man die Helligkeit einstellen. Und dann haben wir halt noch eine Brettspielanlage, sage ich mal. Da kann man das, dachten wir, vielleicht mit auch so einer Gruppe, diese Brettspiele da, die vor uns kamen, vielleicht mal absprechen oder so, dass man da eine kleine Kooperation startet, dass man da sozusagen auch digital mit anderen spielen kann. Und dann haben wir halt noch eine Umkleide für den Avatar, falls man sich umziehen möchte und andere Klamotten tragen möchte. Die Funktionsweise, also wir dachten, wir machen eine Webseite, die dann aber auch responsive, also das heißt, dass es auch auf anderen Geräten, also nicht nur PC, sondern auch auf dem Handy und anderen Endgeräten funktioniert. Und die Avatar und die Lounge sind halt sind eine visuelle Darstellung. Und die Idee dahinter ist, dass man in diese Lounge geht, so wie man zum Beispiel bei Freunden in das Zimmer geht oder so. Dort stehen halt Möbel, Sofas und Couchtische rum. Und man kann sich mit dem Avatar halt auf ein Sofa setzen. Wie schon gesagt, es gibt private und öffentliche Sofas. Und so kann man auswählen, mit wem man kommunizieren möchte und was man machen möchte. In dem Moment, wo man sich auf einem Sofa setzt, wird nämlich im Hintergrund, wird man von einer sogenannten Discord-Applikation. Discord ist ein Kommunikationsprogramm, wurde für Gamer entwickelt, ist mittlerweile aber frei für alle. Und wie schon gesagt, in dem Moment, wo man sich auf unserer Webseite auf das Sofa setzt, wird man im Hintergrund in einen anderen Sprachkanal geschoben und kann mit allen Leuten auf diesem Sprachkanal reden. Das passiert aber, also normalerweise muss man diesen Schritt selber machen, wenn man mit den Leuten reden will, aber das würde jetzt automatisch passieren, wenn man unsere Webseite benutzt. Außerdem wird man zu dem Brettspielprojekt geleitet, wenn man auf den Tisch klickt, aber es gibt noch keinen Tisch. Was wir dafür brauchen und vor allem auch benutzt haben, ist Discord, die Kommunikationsoberfläche von Discord, weil es zu anstrengend war, jetzt ein Kommunikationsdienstleistungsgerät von Anfang an aufzubauen. Dafür haben wir die Discord API benutzt. Eine API ist quasi eine Schnittstelle, eine Programmierschnittstelle, mit der man einfach interagieren kann. Wir haben, um diese Schnittstelle zu bauen oder halt die Webseite zu bauen und die Interaktion, haben wir sehr viel JavaScript benutzt. War ein bisschen anstrengend, weil wir da nicht so viel Erfahrung hatten. Ja, das ist quasi alles. Ich würde jetzt noch eine Präsentation des Webseitenprototyps zeigen. Ist es schon da? Jo, kann man sehen. Bei mir ist noch nicht da, aber hier ist unser Avatar, verkörpert durch Mario. Der Sinn dieser Webseite ist, man kann Mario hin und her ziehen. Das läuft gerade durch den Stream nicht ganz so flüssig. Und wenn man Mario auf das Sofa zieht, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber die Grundidee ist, dass in dem Moment, wo man Mario auf das Sofa zieht, ein Algorithmus checkt, ob sich die Position von Mario mit der Position des Sofas überschneidet und dementsprechend die Discord-Applikation dazu veranlasst, den Kanal zu wechseln. Das war es eigentlich auch schon. Dann vielen herzlichen Dank und einen ganz dicken Applaus an Robin, Kavian und Robert, die sich das zusammen ausgedacht haben und ja auch grandios umgesetzt. Wie gesagt, die Jugendlichen kommen mit wenig Kenntnissen und sagen, ich habe schon mal ein bisschen JavaScript
gemacht. Und dann ist es vielleicht anstrengend und am Ende kommt dann sowas bei raus, weil manchmal dauert es halt, bis man auch rausfindet, wie Dinge funktionieren. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich faszinierend, immer wieder. Vielleicht muss man trotzdem nochmal so ein bisschen auf das Motto schauen. Mit Code die Welt verbessern, das ist das Ziel von Jugendhackt und das kann auch hervorragend funktionieren für die Tools, die wir nutzen können, wenn es zum Beispiel eine Corona-Pandemie gibt und man schauen muss, wie können wir trotzdem miteinander in Kontakt bleiben. Problematisch wird es, wenn man sich überlegt, okay, was heißt denn mit Code die Welt verbessern und man schaut sich an, was ist eigentlich gerade alles in der Welt los. Da gibt es viele, viele große Probleme, viele große gesellschaftliche Probleme, die wir mit Software definitiv nicht lösen können. Zum Beispiel ein ganz großes Problem, Rassismus, ist für die meisten von uns hier tatsächlich erstmal vor allem ein Wort. Für viele, viele andere, auch bei uns, aber auch draußen in der Welt, alltägliche Realität. Das kann man mit ein bisschen Code nicht aus der Welt schaffen, das ist klar. Die Frage ist aber, wie kann man vielleicht Tools und Werkzeuge bauen, damit die Probleme sichtbarer werden und man sie vielleicht sogar ein bisschen besser lösen kann. Und wie man das machen könnte, das hat sich die nächste Gruppe mal überlegt. Daten gegen Rechts. Bitteschön, die Bühne ist eure. Wenn ihr denn wollt. Also ich sehe eine Präsentation, ich höre aber noch niemanden. Okay, okay. Also wir sind die Gruppe Daten gegen Rechts. Wir bestehen aus 5 TeilnehmerInnen, die man im nächsten Slide mehr oder weniger erkennen kann und stellen euch jetzt unser Projekt vor. So, Ziel unseres Projektes war, Daten über rechtsextreme Angriffe und Übergriffe aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und übersichtlich in einer Karte darzustellen. Das Ganze hat auch zum Ziel, diese in ein einheitliches Datenformat zu bringen und möglichst umfangreich zu werden. Weil es gibt verschiedene Opferberatungsstellen, die Daten erfassen über Vorfälle, die teilweise aber nur regional sind, teilweise in sehr verschiedenen Formaten, teilweise nicht einfach maschinenlesbar und dadurch sehr schwer auszuwerten. Und all dadurch, wenn wir diese Daten irgendwie möglichst gut verarbeiten können und möglichst gut präsentieren können, ist unser Wunsch, dass wir damit ein stärkeres Bewusstsein für die zunehmende rechte Gewalt in Deutschland, aber auch, wie sie schon sehr lange war, schaffen können. Genau, dafür haben wir eine Visualisierung gebaut. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, das Ganze einmal auf einer Deutschlandkarte darzustellen, das Ganze dann nochmal als Liste auszugeben und letztendlich dann auch nochmal als ein Diagramm im zeitlichen Verlauf, wo man sehen kann, wie viele Fälle es quasi pro Monat gibt und gab. Genau, um das möglich zu machen, diese verschiedenen Darstellungsweisen, haben wir uns verschiedener Technologien bedient. Die sind alle frei verfügbar, so wie das bei Jugendhackt gewünscht ist. Alles Open Source Software. Wir haben Vue.js zum einen verwendet für die allgemeine Entwicklung der Webseite. Wir haben Chart.js für die Diagramme verwendet und Leaflet, um die Karte einzubetten. Ihr dürft jetzt meinen Bildschirm sehen. Dort machen wir jetzt eine kleine Live-Demo, zeigen mal kurz, wie unsere Seite jetzt aussieht, wie sie funktioniert. Am Anfang die Karte mit verschiedenen Pins. Man kann auch näher rangehen an die Karte, sich da einzelne Events genauer anschauen. Das sind alles irgendwo rechte Straftaten, die da dokumentiert werden. Da sieht man dann eine Überschrift, wann es geschah, wo es geschah, der Inhalt und auch die Quelle, also wo darüber berichtet wird. Denn all die Daten sollten natürlich gut recherchiert und bestätigt sein. Man kann dann den Tab wechseln, man kann sich auch ein Diagramm anschauen, wo man dann im zeitlichen Verlauf von 2011 bis September diesen Jahres die Anzahl der Taten, die pro Monat dokumentiert werden, anschauen kann. Man sieht, 2015, 2016 hatten wir einen weiteren Datensatz noch zur Verfügung, deshalb ist es dort verzerrt. Das ist auch ein Problem, wenn man verschiedene Datenquellen versucht anzuzapfen, dass dann alle möglichst gleich vertreten sind und man ein richtiges Bild darstellt und nicht ein verzerrtes Bild, was einfach dadurch begründet ist, dass man
beschränkte Datenquellen verwendet hat. Man sieht all die Daten, die auf der Karte dargestellt wurden, auch als Liste in der nächsten Seite, die gleich lädt, und zwar hier. Da kann man sich das alles noch durchlesen, wenn man das möchte. Und am Ende noch eine kurze Infoseite, wo man nochmal das schöne Bild von uns sieht und auch unsere Technologien und auch unsere Datenquellen, die wir angezapft haben. Genau. Für das Backend haben wir Django in Python genutzt. Da haben wir zunächst Daten aus verschiedenen APIs angefragt, zu denen Hendrik noch mehr sagen wird. Dann haben wir die in einer Datenbank gespeichert und in einheitlicher API-Form wieder ausgegeben. Genau, dann zu unseren Datenquellen. Da haben wir verschiedene APIs genutzt, die schon zu bestehenden Sammlungen von eben solchen Vorfällen gehörten. Also einmal ESRA, das ist die Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Und die haben dementsprechend auch nur Datensätze aus Thüringen. Und dann haben wir noch ein GitHub-Projekt gefunden, das bundesweite Datensätze liefert. Das ist dieses mit dem zeitlichen Bereich 2015-2016, wo auch eben beim Diagramm der hohe Anstieg zu sehen war, einfach weil da ebenso viele Daten schon drin waren. Dann ein Problem, das wir hatten, war, dass das Urheberrecht bei den Datenquellen etwas unklar war, weil das eben stand nicht wirklich dabei, und das ist auf jeden Fall noch ein To-Do, das zu klären. Und allgemein waren auch wenig Daten zu finden, die eben detailliert genug waren, um mit denen eben gut arbeiten zu können oder auch überhaupt gut mit denen arbeiten zu können. Ja, das war das soweit von unserem Projekt. Was bei unserem Projekt gut auffällt, ist, dass Open Data, so nennt man das, die offenen, frei verfügbaren Daten, wirklich wichtig sind, um die Bevölkerung zu informieren. Und wir haben halt versucht, Daten zusammenzutragen, aber auch gemerkt, dass es da nur begrenzte Datenquellen gibt und dass es rechtlich auch oft unsicher ist, gerade wenn keine Lizenzen bei den Daten dabei stehen. Unser Projekt findet ihr auf GitLab. Da haben wir einen QR-Code auf der Folie. Dort wird dann eventuell auch eine Webseite eingetragen, falls ihr euch das selber mal anschauen wollt. Ja, dann danke fürs Zuhören. Vielen Dank und einen großen Applaus für Hanna, Moritz, Jamo, Henrik, Moritz und Moritz für das Projekt Daten gegen Rechts. Ich glaube, man hat hier an dem Projekt schon so ein bisschen gemerkt, das sind schon erfahrene Jugendhack-Teilnehmende. Je mehr man sich mit dem Thema Daten nämlich beschäftigt, desto mehr merkt man auch, was da vielleicht noch besser werden muss, was man noch mehr bräuchte und was man vielleicht auch selber dazu beitragen kann. Grundsätzlich überlegen sich die Jugendlichen nämlich selbst, womit sie sich an dem ganzen Wochenende beschäftigen wollen. Am Freitagabend ist ein Brainstorming, wo es dann in verschiedenen Themenräumen zu Themen wie Umwelt, Schule oder Überwachung einfach Probleme gesammelt werden. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie könnte man das dann technisch lösen? Auf der Grundlage von zum Beispiel der HackerInnenethik, die wir dann auch besprechen, genauso wie andere Sachen. Was sind eigentlich öffentliche Daten? Warum wollen wir die öffentlich? So wie die Gruppe eben gerade. Und was sind eigentlich private Daten? Und warum wollen wir die auf jeden Fall schützen? Damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Die hat sich nämlich überlegt, wie sicher sind eigentlich private Daten und vor allem, wie sicher ist es eigentlich, wenn ich irgendwo in diesem Internet unterwegs bin. Wie genau sie das gemacht haben, das erzählen sie am besten selbst. Hier kommt jetzt das Jugendhackt-VPN mit Niklas und Alex. Die Bühne ist eure. Eure Präsentation könnt ihr jetzt teilen. Wunderbar, perfekt. Bitteschön.
Hi. Wir sind Niklas und Alexander. Wir sind ein kleines Team von Hackern und wir haben uns mit dem Thema VPN beschäftigt und ganz schnell einen erstellt. Ja, unser Problem im Internet war hauptsächlich, dass man ja so nicht richtig anonym ist, sondern jeder den eigenen Abdruck vom Computer sehen kann und dass alle großen VPN-Anbieter unsere Daten erstmal auf ihren Servern speichern. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir eigentlich mehr Anonymität im Internet haben wollen, aber dass wir immer denken, dass die großen Firmen unsere Daten ja auch wieder irgendwie speichern und sehen. Und ja, was haben wir uns dann vorgestellt? Dass wir wirklich einen großen VPN-Service mit einer Vielzahl an Servern hätten. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, zu schauen, wie können wir das Ganze umsetzen. Dann haben wir uns einen Server eingerichtet und einen Webserver aufgesetzt, um diese wunderbare Website laufen zu lassen. Und dann haben wir einen VPN-Dienst auf diesem Server eingerichtet, sodass wir anonymer im Internet sein können. Und ja, was haben wir dann am Ende damit erreicht? Wir haben einen vollständigen VPN-Server, über den wir ins Internet gehen können und nicht mehr unsere eigene Fingerabdruck, sage ich jetzt mal, hinterlassen und unsere eigene kleine Website. Wie gesagt, wir haben uns sehr für das Thema VPN interessiert. Wir wollen den anonymsten VPN machen. Wir haben das Ganze über Outline gemacht, also uns einen kleinen Outline benutzt, den Eltern mit unserem Server verbunden. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen Code. Ja, und hier ist jetzt einmal der Code von unserer Website. Der ist leider nicht auf GitHub zu finden, aber hier nochmal ein kleiner Überblick, wie wir die Website geschrieben haben. Das war's jetzt. Wunderbar, dann herzlichen Dank euch und einen großen Applaus für Niklas und Alex, die sich überlegt haben, wie kann man eigentlich ein bisschen Privatsphäre schonen, da im Internet unterwegs sein. Wir versuchen bei Jugendhakt immer so ein bisschen Abstand von der Schule zu gewinnen. Das ist nicht immer so einfach, weil klar, es ist einerseits Wochenende, andererseits, in der nächsten Woche stehen genauso Tests und Klassenarbeiten an und natürlich auch für Jugendliche, die hier aktiv sind. Ich habe größten Respekt für alle, die tatsächlich, was ich so gehört habe, bevor es hier losgeht, nämlich so zwischen 9 und 10, sich morgens nochmal hinsetzen und irgendwie Schulsachen erledigen müssen, finde ich persönlich ziemlich beeindruckend. Gleichzeitig ist aber natürlich auch inhaltlich dieses Thema Schule immer irgendwo in der Diskussion, meistens eher so ein bisschen negativ. Vor allem, die Jugendlichen, die hier sind, man merkt es ja, da ist eine sehr große Neugier und Wissbegierde da. Die wird aber nicht immer ganz erfüllt. Zum Beispiel beim Thema Informatik. Informatikunterricht gibt es nicht überall und das finden viele Jugendliche auch echt ärgerlich und echt ein Problem. Und dann kommt noch die Frage dazu, warum müssen eigentlich immer nur LehrerInnen erklären? Kann man sich nicht gerade, wie jetzt es bei Jugendhakt auch passiert, dass man sich gegenseitig was erklärt, kann man das nicht irgendwie ein bisschen besser machen? Das hat sich auf jeden Fall die nächste Gruppe überlegt und dachten sich, ja, wir machen einfach mal eine Lernplattform, wo wir von SchülerInnen Sachen für SchülerInnen erklären können. Hier kommen jetzt Fabian, Anton, Ruven und Nitya. Die virtuelle Bühne wäre frei. Bitteschön. Gut, dann warten wir noch mal kurz, bis alle da sind.
beziehungsweise die per Webcam dabei sein können. Gut. Ich glaube, dann starte ich mal. Guten Tag, liebe Eltern, Freunde, Schüler, Mentoren und Technikbegeisterte. Willkommen zu unserer Präsentation über unsere Lernplattform. Wie gesagt, wir sind Anton, Nifia, Fabian, Sepp als Mentor und Edgar als Mentor und natürlich ich, Ruven, der jetzt den Anfang für euch machen wird. Wir hatten das Problem, dass in der Schule wichtige Themen für die Zukunft, wie zum Beispiel Informatik oder finanzielle Bildung, viel zu kurz kommt. Und wir haben uns gedacht, wie können wir als kleine Gruppe mit wenig Zeit das System so ein wenig verändern? Und wir kamen auf die Idee, wir könnten eine Lernplattform machen, wo Schüler, die bereits an Vorwissen besitzen, ihr Wissen in ein Video packen können und das auf dieser Plattform veröffentlichen, dass halt möglichst effizient Schüler von Schülern lernen können. Unsere Plattform ist nach dem Vorbild von YouTube aufgebaut, weil YouTube kennt jeder, jeder kann auf YouTube zugreifen, so sollte das bei unserer Plattform auch sein, dass sich halt jeder gut zurechtfinden kann und das Wissen von den anderen möglichst lernen kann. Unser Motto ist eine Plattform von Schüler für Schüler. Wurde, glaube ich, jetzt auch öfter schon gesagt. Weitere Details über die Website und über unseren Prototypen stellen jetzt die restlichen Gruppenmitglieder vor. Viel Spaß. In dieser Website kann Schüler Content erstellen und dann Videos hochladen in verschiedene Kategorien, wie zum Beispiel Klassenstufen oder verschiedene Fächer. Sie können auch miteinander kommunizieren, wie Fragen stellen oder sie beantworten. Wir wollten auch eigentlich Like- und Comment-Optionen erstellen, aber für das hatten wir nicht so viel Zeit. Ich würde jetzt ein bisschen über die Frontend sprechen. Wir haben eine Kombination von HTML, CSS und JavaScript benutzt. HTML wird verwendet, um der Website ihre Struktur und das Text einzubinden. Während CSS gibt der Website die Styling, also die Farben, die Design und so weiter. Und dann haben wir ein bisschen auch mit JavaScript gearbeitet. JavaScript macht die Website interaktiv, wie wenn zum Beispiel man auf ein Bilder klickt, kann man über in ein anderes Video gehen, zum Beispiel. Für die Coden haben wir GitHub benutzt, um zusammen zu coden. Dann haben wir auch zum Beispiel viele Tags wie die Video-Tags, Videos einzubinden oder die Input-Type-File benutzt, neue Videos hochzuladen und so weiter. Also im Backend haben wir hauptsächlich PHP verwendet und das Ganze wurde dann, also die Videos und die Kommentare wurden dann in einer MySQL-Datenbank gespeichert. Also MySQL ist sowas, da kann man Datenbanken machen und die auch bearbeiten und ja. Als Host wollten wir dann für Anfang halt ein Raspberry Pi verwenden. Das ist ein PC mit Kreditkartengröße. So, ja, jetzt würde ich mal sogar die Demo erstmal zeigen, wie das jetzt aussieht. Und zwar erstmal das Design von der Website. Hier kann man die verschiedenen Videos sehen. Und sozusagen wie auf YouTube die Thumbnails, also Ausschnitt, also Bilder aus den Videos. Dort kann man dann halt draufklicken und sich die Videos angucken. Wir hatten eigentlich auch vor, Kommentare hinzuzufügen. Das könnte man dann darunter machen. Hatten aber leider nicht genug Zeit für. Hier oben ist die Menüleiste, mit der man halt wieder zurückkommt und wo man auch Kategorien einbauen kann. Und hier rechts unten haben wir halt einen Upload-Button,
wo wir es leider noch nicht eingebaut haben, aber wo wir theoretisch schon die Funktion dafür hätten. Ja, was, es fehlt noch viel, also der Upload-Button und Kommentare, also ist noch viel zu tun und dann sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch und damit ein ganz großer Applaus an die Gruppe der Lernplattform, Fabian, Anton, Ruven und Nitya. Und ich finde, die Gruppe hat ganz besonders gut gezeigt, wie es eigentlich ist, was die Vorteile auch von online sind, denn zum Beispiel irgendwie mit Nitya hatten wir eine Inderin dabei, die gerade in Berlin lebt. Wir haben herausgefunden, dass wir eigentlich total verteilt sitzen, von Ulm über Chemnitz bis natürlich nach Hamburg, quer verstreut, und trotzdem können wir gemeinsam an Sachen arbeiten. Ich persönlich muss sagen, ich habe die Franzbrötchen schon ein bisschen vermisst, aber gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich bin ziemlich begeistert und beeindruckt, was alles rausgekommen ist. Vor allem haben, glaube ich, die Jugendlichen ganz gut gezeigt, dass Code ein Werkzeug sein kann. Aber auch Orga hat gezeigt, wie gut Code ein Werkzeug sein kann. Ihr habt vielleicht gesehen, wir haben hier eine kleine Applaus-Application, dass man so ein bisschen dieses Gefühl von Applaus irgendwie digital abbilden kann. Wir hatten auch noch ganz viele andere schöne Kleinigkeiten. Normalerweise fragen wir in dem Raum immer, wie geht's denn euch gerade so? Und dann kann man sagen, ja, super, und man merkt so eine Stimmung. Das ist online natürlich ganz anders. Und deswegen hat Hanno, ich glaube, eine Woche lang super viele Tools entwickelt, wo man zum Beispiel dann klicken kann, wie es einem gerade geht, irgendwelche Wegweiser, wie man sich durch diesen Online-Dschungel findet, verschiedene Pads, also kurze Zusammenschriften, welche Tools man einsetzen kann, was es alles gibt. Also total viele Sachen, die entstanden sind, auch schon im Vorfeld für genau diese Veranstaltung. Und jetzt sind wir schon angekommen beim letzten Projekt, was hier vorgestellt wird. Und ich habe ja gerade schon gesagt, Code kann ein Werkzeug sein. Das ist auch toll. Aber Code kann manchmal auch echt einfach nur schön sein. Meistens hoffentlich beides. Aber die letzte Gruppe, die zeigt nochmal, wie es ist, wenn Code richtig schön ist. Bitte lehnen Sie sich zurück für das letzte Projekt. Bob Ross to 3D heißt das. Und ja, das geht auch genau darum, wonach es klingt. Kunst im virtuellen 3D-Raum. Damit mache ich die Bühne frei für Benedikt und Fahak. Ja, wo ist denn hier die Präsentation? Bildschirm? Ja, ich mache das sofort, warte. Ja, wie ihr hier sehen könnt, sehen wir eine Bob Ross 3D-Landschaft mit Unity gemacht. Und unser Ziel war, dass wir eine Landschaft erstellen, in der wir frei rumlaufen können. Dort gibt es Berge, eine Wiese und da auch noch einen Fluss. Den könnt ihr hier gleich sehen, denn das hier ist unsere Skizze. Und wir haben das mit Unity umgesetzt. Besser auch gesagt C. C-Sharp, genau. Wie macht das Projekt die Welt jetzt besser? Also, manche Leute haben es sehr schwer, in die Natur zu gehen oder halt rauszugehen sogar. In manchen Gebieten ist totaler Lockdown. Da geht das dann komplett nicht. Und Reisen sind auch sehr eingeschränkt. Heißt, man kann es nicht einfach nach Island fliegen, wenn man jetzt will oder nicht. Und so ist Entspannung auch von zu Hause teilweise möglich. Wie wir das gemacht haben. Hier gibt es etwas Code von Unity in C#. Wir haben hier einmal. Wir können ja erstmal das Endergebnis zeigen, vielleicht ist es dann einfach zu verstehen. Also wir haben zuerst diese Concept-Map sozusagen, die wird ganz einfach mit zum Beispiel Paint oder so gemalt. Das Blau ist jetzt zum Beispiel ein Fluss und das dunkelgrüne Wald und das andere eine Wiese und das Grau ist dann der Berg. Wie man hier schon auch gut sehen kann, wird hier
das 1:1 so generiert, wie das hier aufgemalt ist. Und das kann man auch sehr einfach ändern. Und wenn ich mal Start drücke, und ich kann ja auch mal Fullscreen machen, dann ist das vielleicht ein bisschen schöner. Durch die Bildschirmübertragung leckt das wahrscheinlich ein bisschen jetzt. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt kann man hier rumlaufen. Man sieht hier den Fluss, den man eingezeichnet hat. Die Berge hier, auf denen auch Schnee liegt teilweise. Und die Bäume, da wo der Wald ist. Und wenn man jetzt hier ein bisschen weiter geht, wenn man sich das noch gemerkt hat, war hier so ein größerer Seeabschnitt, genau. Das hier auch 1:1 übertragen. Genau. Und wenn man es von oben sieht, ist genauso. Und wenn ich jetzt eine andere Map, die wir auch haben, kann ich ganz einfach ändern, indem ich das Bild einfach hier reinziehe und nochmal neu starte. Dann wird das automatisch generiert und wir haben jetzt wieder eine ganz andere Welt, die man sich nach seinen eigenen Wünschen eigentlich kreieren kann. Ja, wenn man hier nochmal von oben guckt, hier ist der Fluss, da ist auch der Fluss, hier ist ein kleiner See und hier der Berg. Das alles ist in C-Sharp gemacht und zuerst wird die Höhen berechnet von dem Gelände und dann noch das bisschen abgeflacht, weil sonst die Übergänge sehr scharfkantig wären und das sieht dann halt nicht unbedingt natürlich aus. Danach wird noch geguckt, wie das sozusagen angemalt wird oder texturiert wird. Zum Beispiel da, wo jetzt ein Berg ist, ist dann eher so eine Steintextur und im Wald ist dann eher so Gras. Und danach werden noch Bäume generiert und Steine zufällig. Die haben auch einen bestimmten Abstand mit eingebaut. Warte, wo finden, da ist das. Also sie können nicht direkt ineinander spawnen. Das ist ganz gut, weil das wäre nicht sehr realistisch. Und zum Schluss wird noch das Gras generiert, da wo Wiese ist. Im Wald ist ein bisschen weniger Gras und auf den Bergen ist noch weniger Gras. Ja, so viel zu dem hier. Ja, also man kann sich seine eigene Landschaft sozusagen kreieren und was noch kommen soll, das haben wir hier auch noch. Theoretisch kann man hier noch ziemlich einfach eigentlich einen VR-Headset-Support einführen und vielleicht dann auch mit Augmented Reality irgendwas Schönes machen, zum Beispiel neue Bäume pflanzen oder so und mehrere Möglichkeiten für Landschaftserzeugung, heißt man hat dann noch irgendwelche Wege oder eine Wüste oder sowas in der Art. Und theoretisch könnte man in Unity noch einen eigenen Editor für die Grafik einbauen, damit man es nicht mit einem externen Programm malen muss. Und theoretisch war der eigentliche Plan, ein Bob Ross-Bild in diese Concept-Grafik umzuwandeln. Das stellt sich aber als ein bisschen schwerer heraus. Und deshalb haben wir das auch nicht gemacht, auch nicht geschafft in dieser kurzen Zeit. Aber ja. Und damit helfen wir halt Leuten, die nicht unbedingt raus können in die Natur, um sich etwas zu entspannen und von ihrem Arbeitsalltag zu erholen. Vielen Dank. Vielen Dank euch, Benedikt und Sarah. Ganz großer Applaus bitte für diese Gruppe, die jetzt schon die letzte war. Und natürlich auch, vielleicht ist es euch aufgefallen, einer der Sätze, die am häufigsten gefallen ist, war, ja, und dann könnten wir auch noch machen oder hätten wir auch noch machen können. Ich glaube, dass die Jugendlichen so weit gekommen sind, dass es natürlich auch den MentorInnen zu verdanken. Und ich glaube, auch die haben sich nochmal einen ganz großen Applaus verdient. Yuki, Pekka, Lukas, Blinri, Abraham, Peter, Hüsnje, Malte, Elisabeth, Sepp, Edgar, Johannes und Lukas, die alle rumgewuselt sind und unterstützt haben, wo sie konnten. Vielen, vielen Dank an euch alle. Und damit sind die Projekte vorgestellt. Das heißt, mein Part ist beendet und ich übergebe wieder an Hanno. Sofern er denn Lust hat. Hanno? Ja gut, wird bestimmt gleich auftauchen. Ja. Ach so. Ich bin dabei, die Kamera umzuschalten.
Ach ja, wunderbar. Das war ja auch, glaube ich, so ein schöner Running Gag. Wir machen es remote. Ist ja super wenig dann Technik nur vor Ort. Und die Bilder, die ich gesehen habe, die bei euch in Hamburg stehen, wenig Technik ist das definitiv nicht. Und ich glaube auch, dass meine Kamera sich gerade nicht bewegt. Ich rede einfach hier blind in die rein. Sehr schön. Genau, bisschen abgehackt ist halt. Das ist natürlich, wenn viele Menschen auf einem Haufen hängen und alle wollen Internet machen und der eigene Rechter möchte eigentlich auch gerne 10 Sachen gleichzeitig tun. Das Problem hatten wir auch öfter. Der Rechner macht leider nicht mehr sichtbar ist, aber das macht nichts. Das waren viele tolle Präsentationen. Danke für die Moderation, Julia. Das war klasse. Außerdem obligatorischen. In Hamburg sagt man Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns alle 2021, dann hoffentlich wieder im Beta-Haus, alle persönlich und ohne Maske. Ich setze meine Maske jetzt auch wieder auf, damit ich wieder rausgehen kann und mich mit anderen Leuten treffen kann, raus aus dem kleinen Recording-Studio hier. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, YouTube oder auch auf Mastodon auf chaos.social. Folgt Jugendhakt Hamburg. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Jahr.